Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangezoomt. Das hier sind die Soundcore Liberty 4. Seit Wochen meine liebsten Begleiter, wenn es um True Wireless In-Ears geht. Den Test dazu findet ihr unter diesem Video. Sie kosten in der unverbindlichen Preisempfehlung 150 Euro. Aktuell bekommt man sie so für rund 120 Euro. Nun gibt es von Soundcore neue Liberty, nämlich die Liberty 4 NC. Die kosten weit unter 100 Euro, 89 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung. Und wenn ihr zum Verkaufsstart den Code nutzt, den ihr unter diesem Video findet, dann bekommt ihr sie sogar für unter 70 Euro. Und warum die Teile für dieses Geld absolute No-Brainer sind und vielleicht sogar besser sind als die teureren Liberty 4, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Los geht's, viel Spaß! Beginnen wir, weil es Sinn macht, erst einmal mit dem Case. Die vor mir liegende Farbe nennt sich passenderweise hellblau. Insgesamt bietet Anker 5 Farbvarianten an, da sollte für jeden etwas dabei sein. Klein ist das Case nicht, passt aber bei mir immer problemlos in meine Hosentasche. Ich trage aus Gründen aber auch eher keine Skinny Jeans. Neben dem USB-C-Port gibt es noch einen Knopf zum Öffnen des Cases, in den auch eine Status-LED installiert ist. Der Knopf macht Sinn, wenn ihr nur eine Hand zur Verfügung habt. Wer mag, kann das Case aber auch einfach aufklappen. Die Buds im Inneren sehen den normalen Liberty 4 sehr ähnlich. Natürlich unterstützen sie zum schnellen Verbinden per Bluetooth 5.3, Googles FastPair und auch Multipoint wird unterstützt. Habt ihr euch für die passenden Silikonaufsätze entschieden, derer 4 Größen liegen bei, lassen sich die Kopfhörer easy ins Ohr drehen und dichten zumindest bei mir ebenso perfekt ab wie die teureren Geschwister. Das ist die erste Voraussetzung für guten Klang und funktionierendes ANC. Dank Hi-Res Audio Wireless Zertifizierung und LDAC-Unterstützung in Verbindung mit den verbauten 11mm Single-Treibern sind auch die restlichen Voraussetzungen gegeben und so wurde ich auch in keiner Weise enttäuscht. Ich teste In-Ear-Kopfhörer mit den gängigen Wiedergabe-Apps wie Spotify und Apple Music. Hochauflösende Audio-Files nutze ich hier nicht. Das Klangbild ist ähnlich der normalen Liberty 4, auch wenn keine Dual- bzw. Hybrid-Treiber verwendet werden. Die Liberty 4 NC kommen ähnlich tief mit einem ordentlichen Kick im Bass. Lediglich in spitzen Höhen haben die normalen Vierer leichte Vorteile und sie klingen minimal differenzierter. Das wird vielen aber nur im direkten Vergleich auffallen. Völlig überrascht hat mich dann die Geräuschunterdrückung, die in meinen Ohren besser funktioniert als bei den normalen und teureren Liberty 4 und sogar auf einem Level ist mit den AirPods Pro 2 und den Sony WF-1000X Mark IV, die ich hier, zumindest im Mainstream-Segment, immer als Referenz habe. Die Buds analysieren Ohrform und Umgebung und passen die Geräuschunterdrückung dementsprechend an. Es gibt auch einen Transparenzmodus, der könnte aber etwas ausgeprägter sein. Hier müsst ihr die Wiedergabelautstärke schon recht weit drosseln, um etwas von eurer Umgebung mitzubekommen. In der App, und auch der muss man Aufmerksamkeit schenken, kann man die Geräuschunterdrückung dann noch anpassen und vor allem könnt ihr den Sound noch sehr vielfältig an den eigenen Geschmack und die eigenen Ohren anpassen. Es gibt diverse Equalizer-Presets, natürlich könnt ihr aber auch selber mit dem Equalizer experimentieren. Wenn ihr mögt, macht die App mit euch auch einen ausführlichen Hörtest und bietet euch einen eigens auf euren Ohren abgestimmten Klang an. Natürlich könnt ihr in der App auch die Steuerung über die Buds anpassen. Hier gibt es einen kleinen Wermutstropfen, denn gesteuert wird nicht per Drückgesten, sondern herkömmlich mit Touch-Gesten. Zittrige Finger solltet ihr also bei der Bedienung der Buds nicht haben. Die Touch-Bedienung könnt ihr aber auch in den Einstellungen deaktivieren. Unterstützt werden 4 Gesten pro Seite. Einmal, zweimal, dreimal drücken und gedrückt halten. So könnt ihr alles Wesentliche inklusive der Lautstärke über die Buds steuern. Dank 6 Mikrofonen geht auch das Telefonieren mit den Liberty 4 NC voll klar. Voll klar kann dann auch das Wasser sein, das ihr über die Buds gießt und es macht denen nichts aus dank IPX4 Zertifizierung. Voll klar ist auch, dass ich selten einen schlechteren Übergang geschrieben habe. Apropos klar. Klar gibt es auch eine Trageerkennung und die Wiedergabe über nur einen Bud ist natürlich auch möglich. Ihr meint, das waren genug Premium-Features für den Preis, dann kennt ihr die Liberty 4 NC schlecht. Kabelloses Laden kann das Case nämlich auch wenn das nicht so oft passieren muss wie bei anderen In-Ears, denn die Akkulaufzeit ist, ihr könnt es euch denken, super. Ohne ANC gibt Anker 10 Stunden pro Ladung und 50 Stunden mit Case an. Ich gebe 7,5 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung an, was noch immer super ist. Fazit: Klanglich richtig stabil. Super ANC, eine IP-Zertifizierung, kabelloses Laden, eine sehr gute Akkulaufzeit, eine umfangreiche App.
Wenn es No-Brainer In-Ears gibt, dann sind es die Soundcore Liberty 4 NC, zu denen ihr natürlich auch einen Link in der Videobeschreibung findet. Dank der Liberty 4 NC muss man keine 200 Euro mehr für gute True Wireless In-Ears ausgeben. Jetzt will ich euch aber nicht länger aufhalten, denn je schneller ihr jetzt abschaltet, desto schneller könnt ihr die Liberty 4 NC kaufen und ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß damit. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich auf meiner kleinen Reise hier auf YouTube begleitet und meinen Kanal abonniert. Das Allerwichtigste aber, bleibt interessiert und schaut wieder rein. Bis dahin, macht's gut, bye bye.